Sehr geehrte Frau Dr. Flick, Sir Howard, ja, tut mir leid, dass ich auf Deutsch rede, aber es geht nicht anders. Denn ich habe jetzt die glorreiche Aufgabe, Sie in ein Feld einzuführen, das dabei ist, sich selbst abzuschaffen. Und wenn ich das auch noch auf Englisch tun müsste, ja dann... Was habe ich vor? Ich bin ja nicht der Hauptredner, deswegen kann ich Ihnen die tieferen Geheimnisse leider nicht berichten und muss sie Ihnen vorenthalten. Dennoch will ich in 3 Schritten versuchen, Sie in das Thema einzuführen. Auf 3 Ebenen. Die erste Ebene wird sein Europa. Die zweite wird sein der Euro. Und die dritte wird sein die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion. Ich will in der ersten Stufe einfach Sie aufmerksam machen, Sie ermutigen, darüber nachzudenken, was das überhaupt ist, Europa. In der zweiten will ich Ihnen einige Argumente, die man vor Einführung des Euro sich überlegt hat, vorführen, pro und contra Euro. Können Sie sich Ihre eigene Meinung bilden. Und zum Schluss will ich noch etwas sagen, was steckt eigentlich hinter dieser Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion? Was war eigentlich das Motiv? Welche Mechanismen sollten hier adressiert werden? Und dann hoffentlich sind Sie bereit für den, ja, Einstieg in den wahren Mikrokosmos des Problems durch Sir Howard. Fange ich also an mit Europa. Ja, was ist das? Haben Sie sich mal diese Frage vorgelegt? Fühlen Sie sich als Europäer? Woher kommt denn überhaupt dieses Europa? Wohin geht das? Finden Sie Europa identitätsstiftend? Wie soll man sich dem Begriff überhaupt nähern? Typischerweise natürlich, das habe ich so gelernt als Kind in dieser Familie durch die Geschichte. Und dann fragt man sich, welche Geschichte? Und nach meiner Überzeugung ist eigentlich der einzige wirkliche Ansatzpunkt, der mir jedenfalls einleuchtet, der, die Kulturgeschichte zu studieren. Wenn man sich allerdings kulturhistorisch dem Begriff Europa nähert, stellt man fest, wie heterogen dieses Gebilde ist. Und schon haben Sie einen Schlüssel zu den Problemen, denn Heterogenität entspricht nicht dem Konzept einer Gemeinschaftswährung. Das werde ich später noch etwas vertiefen. Dann kann man natürlich aus Sicht der politischen Ökonomie sich diesem Raum Europa nähern. Und diese Erklärungsweise ist relativ erfolgreich. Das hat zu tun mit einem immer größeren Drang nach einem immer größeren politischen Machtraum. Der führt dann bis zu so etwas wie Supranationalismus, eine Lieblingsspielwiese der Bürokraten und der Administration, vor allem in Brüssel. Was man sich überlegen muss, ist ein Trade-off zwischen 2 Begriffen. Der eine ist der Begriff Integration und der andere ist der Begriff Vereinheitlichung. Und die stoßen aneinander, wenn man dieses Europa bauen will. Rein ökonomisch ist Integration im Grunde zu befürworten. Politisch ist das schon wieder so eine Sache, weil nach allen historischen Erfahrungen, die man hat, weltweit führt das auch zu einem Verlust von Freiheit. Und wieder muss man sehr abwägen. Keine Frage, nach meiner Überzeugung wird die jetzige Krise, die ich für vollkommen überschätzt halte übrigens, politisch instrumentalisiert. Sie werden jetzt zusammenstehen. Sie werden jetzt sich die Treue schwören, Sie werden ein engeres Europa proklamieren. Fast bin ich geneigt, von einer Europäisierung zu sprechen. Nun, ich will das nicht weiter vertiefen, ich gebe Ihnen nur so ein paar Gedankensplitter, um sich eine Meinung zu bilden und Sie können sich ja auch an meiner reiben. Aber eins steht fest, Europa ist eben nicht irgendeine mechanische Konstruktion. Das wäre ja super. Dann hätten wir da so eine Maschine mit 1000 Zahnrädchen, und wir könnten hinhören, wo es quietscht und welches Rad nicht ineinander greift und da genau ein kleines Öl ansetzen. Dummerweise ist es nicht so. Europa ist eigentlich im Kern etwas Normatives. Ich gehe so weit zu sagen, das ganze Konzept Europas ist ein Werturteil und möglicherweise auch was sehr Emotionales. Denken Sie mal drüber nach. Für mich ist jedenfalls letzte Bemerkung in diesem ersten Abschnitt Europa so etwas wie Konzeptkunst. Ich werde Ihnen nicht verraten, was ich von Konzeptkunst halte. Komme ich zum zweiten Abschnitt, zum Euro.
Nun, der Euro ist zweifellos, aber da können Sie anderer Meinung sein, durch die Politik instrumentalisiert worden. Der Euro ist vorgeschoben worden, um eine Entwicklung zu beschleunigen, die vielleicht ohne diesen Euro nicht so leicht herbeizuführen gewesen wäre. Nun, aber eine solche Währungsunion braucht eine bestimmte Mindesthomogenität der beteiligten Ökonomien. Wenn die nicht vorhanden ist, dann brauchen sie Emotion, um das hinzukriegen. Und mit Emotion meine ich Solidarität. Wenn Sie sich nicht hinreichend solidarisch fühlen in diesem Unternehmen Europa, dann werden Sie es nicht durchstehen. Wir hatten ja im eigenen Land so eine Währungsunion zwischen Ost und West im Zuge der deutschen Wiedervereinigung. Und die ist vergleichsweise gelungen, auch aufgrund oder insbesondere aufgrund der großen Solidarität. Und das mögen Sie mit Abstrichen betrachten, aber es ist alles relativ. Diese Solidarität war jedenfalls ausgeprägter als die auf europäischer Ebene. Müssen Sie in sich gehen, ob Sie diese Emotionen mitbringen. Denn ich behaupte, es ist was Emotionales. Niemand kann hier eine Antwort geben, die stimmt oder nicht. Jeder tut das, aber ich behaupte, keiner weiß, was er wirklich da sagt. Also mich eingeschlossen natürlich. Also es gibt einige prinzipielle ökonomische Argumente für und gegen den Euro, die eingebracht wurden, bevor das Ganze ins Rollen kam. Erstmal die Pro-Argumente. Warum wollte man das? Aus ökonomischer Sicht. Nun, da wurde genannt, dadurch könnten internationale Währungsspekulationen erschwert werden. Zweitens wurde gesagt, der Nachteil einer zu stabilen D-Mark würde wegfallen. Das ist ein klassisches Argument. Also wenn wir uns von diesem ganzen Zauber abkoppeln würden durch eine eigene Währung und die Unterschiede über die Außenwährungsrelationen ausglichen, dann würde natürlich die D-Mark, wenn wir sie wieder einführen würden, sehr stark. Das würde unsere Exporte verteuern und das ist ein Argument damals gewesen für den Euro wurde vorgetragen. Dann wird gesagt, eine größere Transparenz der Preise und Kosten sowie die Vergleichbarkeit von Löhnen würde die Produktivität erhöhen und den Wettbewerb. Sie wissen, dass uns genau das heute sogar schon vorgeworfen wird, weil man aufgrund des Vergleichs merkt, dass wir etwa in den Lohnstückkosten weit davongelaufen sind, im Positiven verglichen mit Konkurrenten. Dann wurde gesagt, mittelfristig würden die Verbraucherpreise sinken. Also, weiter wurde gesagt, und das ist wahrscheinlich richtig, Unternehmer unter Ihnen müssten das mal überlegen, es gäbe eine erhöhte Planungssicherheit für Unternehmen. Das kann ich mir vorstellen, dass das stimmt. Dann wurde gesagt, Wechselkursrisiken entfallen, Transaktionskosten verringern sich, auch das kann ich mir gut vorstellen. Dann Warenaustausch. Und gegenseitige Direktinvestitionen werden verstärkt, nehme ich auch an, dass da was dran ist. Und schließlich ganz allgemeine Floskel, der Handel würde belebt zum Wohle des Wachstums und der Beschäftigung. Also da kann ich Sie nur warnen, wenn Sie einen Satz hören, in dem beide Begriffe gleichzeitig auftauchen, dann, also, wäre ich schon außerordentlich skeptisch. Es gab zwei politische Argumente und die scheinen mir die größte Durchschlagskraft zu haben, als man das Ganze begann. Das erste Argument lautete, die Einführung einer Gemeinschaftswährung würde die europäische Integration vertiefen und über die gemeinsame Geldpolitik andere Politikfelder mit einbeziehen. Was man hier schaffen wollte, war ein Point of No Return. Und das zweite, wenn man Deutschland in Europa auf diese Weise einbindet, dann müsse man die Vorherrschaft Deutschlands nicht mehr so fürchten. Und das ist auch ein, schauen Sie sich die Geschichte an, sehr weitreichendes politisches Argument gewesen. Nun die Gegenargumente, die damals vor Einführung vorgetragen wurden. Das erste Gegenargument lautete, einige Länder könnten sich auf Kosten anderer eine Verschuldungspolitik leisten, wie sie es sonst nicht hätten tun können. Das zweite Argument war, Inflationsrate könnte sich erhöhen, wenn die Kriterien nicht strikt eingehalten werden. Dritte Argument, die einzelnen Ökonomien verlieren an nationaler Handlungsfreiheit. Vierte Argument,
Die Umstellung kann zu kurzfristigen Preiserhöhungen führen. Das nächste Argument: Konjunkturschwankungen der einzelnen Länder könnten sich gegenseitig verstärken. In der Tat, es gibt noch eine weitere Reihe von Argumenten. Nun, alles Genannte ist in der jetzigen Situation, zu der ich mich hier leider nicht äußern darf, äußerst kritisch für die deutsche Ökonomie, die mit Abstand stärkste in diesem Verbund. Eins ist klar, wenn wir noch eine eigene Währung hätten, rein ökonomisch betrachtet, gäbe es sicher ein Aufwertungsthema und damit ein Thema bei den Exporten. Das ist bestimmt kurz- oder sogar auch mittelfristig relevant. Aber ich glaube, langfristig ist der volkswirtschaftliche Schaden durch die fiskalische Disziplinlosigkeit anderer Euro-Länder noch viel größer. Von der können wir uns aber nicht mehr abkoppeln. Das ist ein ganz schwieriges Problem. Und wie so oft spielt die lange Sicht und die kurze Sicht gegeneinander. Und wenn Sie sich daran erinnern, dass politökonomisch natürlich die kurze Sicht immer den stärkeren, nicht den kürzeren Atem hat, weil höchstens 1 bis 2 Legislaturperioden relevant sind, gewinnt die kürzere Sicht fast durchgehend. Ich komme darauf gleich im Kontext der Verschuldung noch zurück. Also wenn man hier nicht aufpasst, dann weiß man am Ende gar nicht mehr, wo der letzte Euro unseres Staatshaushaltes geblieben ist. Und um nun Ihren Radarschirm zu schärfen, was diesen letzten Euro anbelangt, habe ich Ihnen eine Geschichte zum Training mitgebracht. Die geht so: 3 Buben gehen in ein Sportgeschäft und kaufen einen Fußball. Der Fußball kostet 30 Euro, jeder zahlt 10. Gut, die zahlen, nehmen den Ball und verschwinden. Kurze Zeit später kommt der Geschäftsführer zu dem Verkäufer und sagt: Moment, der hat nur 25 gekostet, nicht 30. Hier, nimm die 5, schnell hinterher und gib ihn zurück. Und während nun dieser Verkäufer hinter den Buben herläuft, denkt er sich: Moment, 5 kann man nicht richtig durch 3 dividieren. Ich mache das anders, ich gebe denen jeweils 1 Euro und stecke die 2 in die eigene Tasche. Gesagt, getan, die kriegen 1 Euro zurück, hat also jeder von denen 9 Euro bezahlt. 3 mal 9 macht 27, plus die 2, die er in der Tasche hat, macht 29. Wo ist der letzte Euro geblieben? Das müssen Sie ruckzuck knacken, solche Mechanismen. Sonst erleiden Sie Schiffbruch in dieser fabelhaften Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, die ich jetzt als letztes betrachte im dritten Schritt. Nun, was war eigentlich die Leitidee dieses Konzepts? Was war das, was zentral in dem Maastrichter Vertrag verborgen war? Nun, im Kern war es schon damals das große Thema Staatsverschuldung. Ich will es nicht zu sehr vertiefen, aber man kann empirisch ziemlich eindeutig sagen, dass Regierungen in repräsentativen Demokratien systembedingt zur Staatsverschuldung neigen. Das liegt einfach an der Ausnutzung kurz- und langfristiger Effekte, nicht wahr? Langfristig kann man Lasten jenen zuschieben, die für mich als Wähler nicht mehr relevant sind. Und kurzfristig habe ich den Vorteil davon, indem ich Ausgaben erhöhen kann. Und das Ganze kann man nur ändern, wenn man die Anreizmechanismen der Demokratien beeinflusst, aber eine glaubwürdige Änderung dieser Mechanismen entspricht nicht den Interessen der Amtsinhaber. Also gibt es im Grunde national gar keine Lösung. Und daher kam dann die Idee auf, dass man dieses Glaubwürdigkeitsproblem innerstaatlich dadurch überwindet, dass man bindende externe Regeln einführt. Das berühmte Stichwort Commitment by Delegation. Und das war eigentlich eine recht gute Idee. Das heißt, man lässt sich freiwillig die Hände von außen binden, um im eigenen Land keine Wiederwahlchancen zu schmälern, weil man immer sagen kann, ihr müsst zwar jetzt den Gürtel enger machen, aber ich bin es nicht schuld, ihr könnt mich wählen, denn ich muss diese Vorgaben erfüllen. Und insofern waren diese politökonomischen Verzerrungen das Hauptmotiv für diesen Vertrag. Das Problem war nur, dass schon der Vertrag selbst ganz viele Unterabschnitte enthielt, die die Idee der fiskalischen Strenge wieder unterliefen. Zum Beispiel war klar, dass wenn ein Land ins Trudeln gerät, gäbe es so eine Art Zwang der Solidarhaftung. Das stand schon implizit da drin. Da konnte man schon merken, hoffentlich kommt es nicht dahin. Und dann werden Sie sich vielleicht fragen, da steht ja drin 3% Neuverschuldungsquote, 60% Schuldenstandsquote. Wie kommt denn das zustande?
Und die Frage kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Was ich Ihnen nur sagen kann, ist, das waren die historischen Durchschnitte jener Länder, die damals am Tisch saßen, um den Vertrag zu beschließen. Also ganz klar ein Ausdruck des Gefangenendilemmas, wenn man einen solchen Vertrag zustande bringen will. Das war einfach der Durchschnitt, diese 60%. Die bedeuten in meinen Augen überhaupt nichts. Ich glaube ohnehin nicht, dass die Schuldenstandsquote viel besagt. Aber das geht jetzt zu weit. So viel darf ich mich hier nicht äußern. Nur ganz kurz. Die Schuldenstandsquote ist so wie ein Foto, wenn ich hier von Ihnen ein Foto machen würde, eine statische Bestandsaufnahme. Aber man braucht mindestens zwei Fotos. Ich müsste Sie jetzt fotografieren und in zwei Jahren müssen Sie nochmal antreten. Ich fotografiere Sie nochmal. Und dann kann man die Veränderungen in Ihren Gesichtern, Sie werden sich natürlich laufend verjüngen, ablesen. Und erst diese dynamische Information ist ein Indikator für das Problem. Insofern, Schuldenstandsquote an sich finde ich nicht sehr relevant. Aber es wurde zu einem Stolperstein in diesem Vertrag. Kurz gesagt, Hauptproblem in diesem Kontrakt ist, dass es keine wirksamen Sanktionsmechanismen gibt. Im Wesentlichen urteilen potenzielle Sünder über die aktuellen Sünder, wenn man die entsprechenden Paragraphen des Vertrages zieht. Und das führt zu einem Trittbrettfahrertum, wie wir es ja jetzt leider erleben. Letzte Bemerkung, die Aktualität wird sicher Sir Howard gleich beleuchten. Das, was man jetzt gemacht hat, gerade am Wochenende, lässt mich doch noch mal überlegen, ob ich mich nicht doch am Ende meines Lebens sozusagen doch lieber der Musikwissenschaft widmen sollte als der Wirtschaftswissenschaft. Denn nicht nur methodisch, auch faktisch und was diesen Vertrag anbelangt, wird nun alles ausgehebelt, was man sich ursprünglich überlegt hat. Die direkte Hilfe Griechenlands, dieses No-Bailout, was man sich mal vorgenommen hatte, wird unterlaufen und damit entsteht ein sogenanntes Moral Hazard Problem, das nach meiner Prognose der Anfang vom Ende sein kann. Nun, ich habe mir auch so meine Gedanken gemacht, wie man eigentlich aus der gegenwärtigen Krise herauskäme. Nun, was sind das für Ideen, die mir da eingefallen sind? Nun, meine Damen und Herren, das soll mein Geheimnis bleiben. Denn ich bin nicht der Hauptredner des heutigen Abends, das war jetzt meine tolle Überleitung, sondern das ist Sir Howard. Sir Howard Davis, der seit 2003 Direktor der London School of Economics and Political Science ist, der ursprünglich Geschichte studiert hat in Oxford, dann auch einen Master of Business Administration in Stanford gemacht hat und unzählige Stationen durchlaufen ist, von McKinsey über einen so eine Art Bundesrechnungshof vergleichbar, Bank von England bis zu seiner Berufung an die LSI, was eine Überraschung war. Denn er ist kein Wissenschaftler, kein genuiner Wissenschaftler, man könnte ihn eher als einen Bankier bezeichnen. Ich weiß nicht, ob das schon eine gewisse Verbeugung gegenüber der Londoner City ist oder das humboldtianische Modell, das ein Wissenschaftler an der Universität leiten muss, ist obsolet. Kann auch sein. Jedenfalls freuen wir uns nun auf den Vortrag zur Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Sir Howard, the floor is yours. Vielen Dank.